Recht herzlich willkommen zur 900. Folge, nicht 99, 100 sind wir schon, Meilenstein. Und ja, von Simotrans, ne? Und ja, wir sind drinne und haben letztes Mal die Großbäckerei noch gehabt. Und hier unten müsste Döbeln sein, diesen Umschlagbahnhof, den wollten wir uns noch angucken, ne? Also hier ist Adenau und da haben wir Bus drauf gesetzt und das sollte jetzt hier weniger werden. Den wollen wir auf jeden Fall begutachten. Und dann noch zur Großbäckerei gerade wechseln. Die hier ist. Und gucken, was der macht. Stück gut wartend. Das waren jetzt Backwaren und Eier. Vor allem die Eier sind das Problem. Die sollen noch zum Markt weitergebracht werden. Also die werden nur hin und her geschoben von dort nach dort. Das ist die Frage, ja, müssen wir gerade mal in die Details gucken und schauen, welche Linie denn hier lang fährt. Bäckerei Markt Mühle, die können auf jeden Fall das mitnehmen, ne? Lass uns mal gerade diesen LKW angucken, was der dabei hat. Der hat auch Eier dabei. Und da kommt noch der nächste. Der hat auch Eier dabei, also das läuft eigentlich. Und der fährt leer, aber der muss woanders lang fahren dann, oder? Zucker. Döbeln Adenau. Der kommt doch aber am Markt vorbei. Dann könnte man gucken, dass man diese Linie noch ändert, ne? Warum sollte der nicht am Markt anhalten? Gut, das ist schon mal sehr schön zu wissen. Dann ändern wir die Linie. Da ist nur ein LKW drauf, okay. Döbeln Rathaus. Und zur Großbäckerei. Dann sollten wir vielleicht mal gerade gucken, dass wir den noch über den Markt schicken, ne? Ja, Döbeln Rathaus. Da soll er noch hin. Und Adenauer, Motto, da, ja, das passt dann. Dann kann er demnächst da lang fahren. Und das ist ja dieser hier, ne? Oder? Ja, dann müssen wir gucken, dass der nachher die Eier auch mitnimmt. Aber wenn ich das so angucke, dann würde ich jetzt sagen, lass uns mal schauen, wie das mit der Zuckerbude da aussieht, ne? Warte mal, erstmal dieses hier zumachen. Das ist ja nicht vonnöten. Gehen wir da hin. Und wo ist die Zuckerfabrik? Da. Wie liegt's denn hier so? Oh, der ist aber nicht so viel. 18 Stück Zucker, die kriegt er da ja locker drauf, ne? Wenn er dann da ist. Und wie ist die Anlieferung hierhin? Oder? Hier liegt ja genug Zucker, ne? Die haben auch genug Zuckerrüben. Also die könnten produzieren. Aber wahrscheinlich ist dann die Großbäckerei das Problem, dass die nicht produziert, weil die voll ist, ne? Zucker ist da. Ah ja, die haben eigentlich alles da, die müssen nur produzieren, ne? Und hier Backwaren 98. Die liegen ja schon, da unten ist ja offen. Die liegen ja schon hier, die Backwaren mit 102 und die müssen alle zum Markt. Und jetzt kommt dann der Markt ins Spiel und der nimmt nichts ab wahrscheinlich, ne? Backwaren 33, siehst du, obwohl, es ist, kann gefahren werden. Und wird ja auch gefahren, haben wir ja eben gesehen. Also Abnehmer sind genug da hier unten. Gut. Passt. Zuckerrüben brauchen wir uns nicht kümmern. Der kann nur halt auf dem Rückweg dann auch noch den Dingens die Eier mitnehmen. Das wäre ja kein Ding. Das ist ja kein Umweg für den, ne? Gut, dann haben wir da einen mehr drauf. Den will ich aber angucken noch. Ja, aber die Eier, die noch zum Markt müssen, sind einfach noch zu viele dann, ne? Sollten wir vielleicht dann noch was fahren lassen. Ist die Frage, wer liefert hier an? Brauereimarkt, das ist das Stück. Mühlemarkt ist wahrscheinlich da oben. Hafen ist da. Bäckereimarkt, Mühle.
Backwaren, Adenau. Jetzt fahren die LKWs doch von hier eigentlich leer zurück dann zum Markt, oder? Brauereimarkt. Der wartet jetzt auf Ware, die er runternehmen kann. Nimmt der welche hoch? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, oder? Wenn, dann kommen die leer an. Weil das wäre schon ein Stück in die richtige Richtung, ne? Ja, das ist immer eine Überlegung wert. Weil, warte mal, dann können wir gerade gucken, was der LKW da hat. Der fährt nämlich miese ein. Und wenn der die Waren nach daher mitnimmt, die Eier, ne? Beziehungsweise. Nee, das ist falsch gedacht. Die fahren ja von da nach da sowieso schon hin. Und die Eier müssen auch die Richtung. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Obwohl, die würden jetzt dann die Eier fahren, ne? So die Frage. Was waren die sonst? Waren die dann auch nur das Bier oder sind dann nur noch die Eier gefragt? So, der hat jetzt hier 18 und wartet auf Beladung. Okay, das heißt, der fährt auch ganz selten nur. Dann ist das auch jetzt keine große Hilfe, die Eier da zu bewegen, ne? War schon offen da unten. Details. Mehl. Norddeutsche Mühle Großbäckerei. Ist da einer drauf? Hatten wir nicht so ein Dreieck? Bäckerei Meckmann Mühle? War doch das hier, ne? Bäckerei Marktmühle. Dann könnte der doch da eigentlich mit auf die andere Linie, ne, oder? Dieser hier, wenn überhaupt. Der fährt miese ein. Wenn ich jetzt die Bäckerei Marktmühle-Linie nehme, fahren auch miese ein, also da tut sich nichts. Ich glaube, wir werden diesen hier umändern. Der muss ja auch da oben sein. Bäckerei Marktmühle, da ist es. So, dann haben wir den da drauf geschmissen und diese können wir dann löschen, die Linie. Gut, wieder eine weniger, ne? Aber der braucht noch einen Anhänger eigentlich, ne? Warum fährt der ohne? Schickt den zum Depot. Aber erst nicht zum Depot, erst nicht laden. Macht mehr Sinn. So, was macht hier unser... Oh, jetzt ist gerade ein Bus gekommen, der ganz viele Leute mitgenommen hat wohl. Da sind jetzt noch 100 unterwegs. Lass uns mal gerade die Richtung gehen. Da kommt noch einer. War das der innerstädtische Bus gerade eben, ne? Der die alle mitgenommen hat. Kann das sein? Und jetzt kommt aber ein externer. Der nimmt die nach Adenau hoffentlich mit. Jo. Genau, passt. Ich glaube, das reglementiert sich hier passend. Das lassen wir so. Ja, die Eier, die müssen noch weniger werden. Das waren die Linien, die da ankommen. Eier Adenau. Eier Adenau. Fahren denn da? Davon auch zwei.
Tja, das lassen wir so. Oder noch einen draufsetzen. Ich glaube, wir setzen da noch einen drauf erstmal. Und das Depot. Fährt denn der jetzt? Achso, der hat doch gerade entladen. Und jetzt fährt er zum Depot. Ah, jetzt hat er... Nee, warte mal, nicht laden. Was hat denn der jetzt da drauf? 12 Paletten Mehl? Der sollte doch nicht laden. Das versteht jetzt keiner, ne? Lass mal gerade schneller laufen. Jetzt hat er nicht geladen. Zack, zum Depot. Verfolgen brauche ich den nicht mehr. Der meldet sich ja gleich, wenn er im Depot ist. Gut, und wir wollten noch zum Depot sowieso hin und dann noch einen LKW haben für die Eier. Wieder knapp daneben ist auch vorbei, ne? Und das war der mit Anhänger. Der. Und das Ganze kopieren wir noch einmal und setzen das dann. Hätte ich erst draufsetzen sollen. Eiermarkt oder sowas. Nee, gibt's gar nicht mehr die Linie, die haben wir weggemacht. Bäckerei. Bäckereimarkt. Das wäre die Linie, um schnellstens den Laden abzubauen, ne? Ja, würde ich sagen. Jetzt habe ich die Bushaltestelle erwischt. Jetzt habe ich ja eine Beschreibung erwischt. Noch besser. So, und er ist da. Da fährt jetzt der Bäckereimarkt an, ne? Linie Backwaren, Adenauer, Radolfzell. Passt. Und da sind zwei neue drauf. Die Linie haben wir gerade wieder reaktiviert sozusagen, ne? Lass die mal fahren dann. Auch wenn wir sie eben drunter genommen haben, jetzt wieder drauf. So, der ist im Depot gelandet. Den nehmen wir von der Linie. Der ist sowieso schon veraltet. Ah, das haben wir falsch. Hier müssen wir hin. Und dann weg damit. So, verkauft. Anhänger gibt es keine mehr da. Läuft. Der kann zu. Der wartet auf Beladung. Zucker ist aber wohl genug in der Bäckerei, deswegen passiert da nichts. So. Das läuft. Erstmal. Dann müssen wir die 1250 Eier behalten und unten die Wechselstation noch uns angucken, ob da bald das Adenau abgebaut ist. Und das wird auch abgebaut sein, weil das wurde ja schon weniger. So, jetzt schicken wir nochmal gerade hier durch, ob hier irgendwo noch welche Bushaltestellen hin müssen. Hier nicht. Hier auch nicht. Riedenau. Ne, Riedenburg. Können wir einen Tacken kleiner machen. Da ist auch alles gut. Waldeck. Oh, Waldeck braucht eine neue Bushaltestelle, da. Okay. Dort, dort und dort. Wo muss denn die hin? Noch da? Ich glaube ja, ne? Da ist das. Passt. Da müssen wir die Linie noch abändern. Fährt gerade hier unten lang. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Ne, das ist ja gar nicht der Stadtbus. Der sitzt da gerade. Das wieder daneben. Noch mehr daneben. Das weg. Dahin. Linie ändern. Rockenstraße. Ist da. Nach der Rockenstraße fügen wir ein diese Stelle. Passt schon.
läuft. So, hier ist dann nichts mehr. Dann die Karte mal wieder her, dass wir nach Floto kommen. Hier ist nichts gebaut. Nö, da ist nichts dran. Sonderhausen. Passiert auch nichts. Dann Lauter noch. Lauter ist auch nicht gewachsen. Döbeln. Ist auch noch gut. Und Radolfzell hatten wir schon geguckt. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Das sieht alles gut aus, ne? Nee, da oben, guck. Sieht doch nicht so gut aus, ne? Also schon, aber... Straße. So, das ist... Ist das hier? Ja, ich glaube schon, ne? Jetzt haben wir die Bushaltestelle. Passt. Gut, dann haben wir die Straße nur so ein Stückchen weiter bauen müssen. Und dann müssen wir hier den Bus ändern. Stadtbus Radolfzell. Da fahren Zweier drauf. Einer macht aber miese, einer macht plus. Auch sehr interessant. Aber da müssen wir die Linie halt ändern. Radolfzell Titangasse. Die ist da. Dann fährt er zum Jupiterweg. Ach, von der Mühle kommt er auch noch. Ne, dann machen wir mal da. Machen dann einfügen. Den. Ach so, der kommt jetzt vom Jupiter. Da, da, da. Einfügen ist da drüber. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Der braucht da nur einmal anzuhalten. So, dann ist Radolfzell auch weiter abgefrühstückt. Hier war ja nichts mehr, ne? Genau, haben wir geguckt. Und Adenau ist passend. Gut, okay, dann haben wir das auch erledigt. Jo, dann sind wir hier auf dem besten Stand. Zurzeit. Betriebsgewinn geht nach oben. Was wollen wir mehr? Oh, da haben wir sogar diesen Monat da den Rekord geschlagen in Monaten. In diesem Jahr, also im letzten Jahr. Das passt dann. Gut, okay. Dann müssen wir nächstes Mal weiter gucken. Ich denke, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.